In der heutigen Sendung geht es um Rheuma und Faszienverklebungen. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich. Immer mehr Menschen leiden unter rheumatischen Erkrankungen. Davon gibt es über 80 verschiedene Formen. Und wir wollen heute in dieser Sendung darauf eingehen, was können Sie ganz praktisch tun, um hier für sich Lösungen zu finden. Viele Menschen klagen über Schmerzen in den Handgelenken. Das sind manchmal Rheumaknoten, morgens sind Versteifungen da und über den Tag über lässt es sich schwer bewegen und manchmal sogar ist die Tasse schon schwer zu halten, der Wasserhahn ist schwer aufzudrehen, mit jedem Schritt tut irgendetwas weh, Gelenke sind entzündet, Muskeln sind verklebt. Seit 35 Jahren arbeite ich in meiner Praxis mit solchen Patienten und wir haben eine wachsende Zahl von Menschen, die unter diesen Symptomen leiden. Und wir haben über die Zeit aus den verschiedenen Traditionen der Welt heraus geschaut, was hat die Weltmedizin hier zu bieten als Alternative zur Schulmedizin, was ist wissenschaftlich belegt und worauf können wir bauen und was können Sie jetzt ganz konkret persönlich tun, um Ihre Beschwerden zu lindern, sodass Sie wieder frei und leicht Ihren Alltag gestalten können. Die erste Frage ist, wo kommt diese Krankheit her und wie funktionieren die Zusammenhänge? Denn umso mehr wir verstehen, was passiert, umso mehr können wir unseren Lebensstil darauf ausrichten und damit einen, wie ich es nenne, anti-entzündlichen Lebensstil einüben. Denn alle diese rheumatischen Erkrankungen, all diese Faszienverklebungen entstehen letztendlich aus Autoimmunentzündungsprozessen. Und diese Entzündungsprozesse dehnen sich wie ein Schwelbrand über das System aus und führen dann zu einer Form von Übersäuerung und dann in der Folge zu Verklebungen, zu schmerzhaften Verklebungen. Und dann fällt es immer schwerer, sich zu bewegen. Und genau das, was man möglicherweise tun sollte, sich nämlich auch mehr zu bewegen, die Faszien zu dehnen, zu massieren, sie in die maximale Dehnung auch zu bringen. Genau dazu verspürt man immer weniger Lust, weil es einfach zu weh tut. Und das, was ich in meiner Praxis mache, was wir in unserem Team praktizieren seit jetzt 35 Jahren, ist, dass wir sehr ziel- und lösungsorientiert an die Sache rangehen und dabei nicht eher Ruhe geben, bis wir die Ursache dieser Erkrankung auch entdeckt und definiert haben, sodass wir den Patienten anleiten können, hier eine Ursachenausschaltung zu betreiben, sodass der Körper sich wieder reorganisieren kann. Diese Reorganisationsprozesse kann man einleiten, aber sie erfordern eine aktive Mitarbeit des Patienten. Wir erleben heute in der Schulmedizin die Situation, dass Krankheiten fast nur noch behandelt werden. Es geht darum, chemische Präparate möglicherweise bis ans Lebensende einzunehmen mit einer Vielzahl an Nebenwirkungen und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei, wo wir Krankheiten nur noch behandeln, aber ganz vergessen, dass Krankheiten grundsätzlich auch heilbar sind. Und wir haben das große Glück, dass in jedem von uns Menschen eine innewohnende Selbstheilungskraft ist, dass der Körper aus dem Chaos heraus sich immer wieder in die Ordnung hinein reorganisieren möchte. Und diese Prozesse gilt es aufzudecken, zu unterstützen, zu stärken und eben auch zu lenken. Und hier hat uns die Naturapotheke der Weltmedizin über die Jahrhunderte hervorragende Heilpflanzen und Heilkräuter hervorgebracht, die inzwischen wissenschaftlich gut untersucht sind, die man als Extrakte auch bekommen kann. Und darüber werden wir auch gleich weiter reden, damit Sie etwas ganz Konkretes an die Hand bekommen. Aber zuvor sollten wir noch einen Blick reinwerfen in die Form der Ursachenforschung. Denn ich stelle fest, dass es doch immer wieder darauf hinausläuft, dass die Ursachen in zwei ganz konkrete Bereiche einzuteilen sind.
Es ist ein Entzündungsdruck, der auf dem System liegt. Und dieser Entzündungsdruck kommt aus zwei Bereichen heraus. Auf der einen Seite durch unsere Ernährung. Das heißt, hier haben wir eine Vielzahl von Nahrungsstoffen, von denen wir heute genau wissen, dass sie solche schleichenden Autoimmunprozesse anregen, anheizen, als würde man Öl ins Feuer gießen. Und wenn wir schon beim Öl sind, es sind die Transfettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren, die hier wie Öl im Feuer wirken und die permanent solche schleichenden Entzündungsprozesse anheizen. Und wir sprechen sozusagen auch vom Entzündungsaltern. Wir wissen, dass Rheumatiker etwa 13 Jahre kürzer leben aufgrund dieser Autoimmunentzündungsprozesse. Und oberstes Ziel sollte es daher sein, diese Entzündungsprozesse zu löschen, sie einzudämmen, aber auch in der Tiefe die tiefergreifenden Ursachen dieser Entzündungen aufzudecken. Und die liegen letztendlich im Darm. Das heißt, der Darm ist unser Anti-Aging-Schlüsselorgan. Er ist aber gleichzeitig auch das Organ, von dem aus die Autoimmunentzündungen ihren Anfang nehmen und sich dann wie ein Schwelbrand durch das SINT-System hindurch bewegen. Hier ist es die Darmflora, das Mikrobiom, das wir einer genauen Untersuchung unterziehen müssen, denn wir wissen heute genau, welche Bakterien verhindern diese Entzündungsprozesse und was passiert, wenn durch Nahrungsmittel, durch Giftstoffe unterschiedlichster Art diese schützenden Schleimhautschichten und die darin befindlichen Bakterienpopulationen, wenn diese aufreißen und es dann zu einem durchlässigen Darm, zu einem Leaky Gut kommt. Inzwischen können wir das Leaky Gut in verschiedene Stadien einteilen. Wir haben moderne Laborparameter, die uns genau zeigen, wie intensiv Nahrungsbestandteile, auch giftige Stoffe, Zucker, Transfettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, wie stark die durch die Darmwand hindurchdringen und dann in der Tiefe zu allergischen Autoimmunreaktionen führen, die sich dann als Feuer, als Schwelbrand durch das System hindurch bewegen. Also wir haben auf der einen Seite Entzündungsdruck, der aus Giftstoffen herrührt, die aus der Nahrung kommen, aber auch Feinstaub, auch elektromagnetische Strahlung, auch all die Vielzahl von Nahrungszusatzstoffen, die auf das System ungünstig einwirken und hier einen Entzündungsdruck auslösen. Der andere Bereich des Entzündungsdruckes kommt aus der Psyche. Das heißt, aus dem inneren Drang, immer in Bewegung sein zu wollen, aber in einer Bewegung, die möglicherweise eine übertriebene geistige Bewegung ist. Wir nennen es auch die Windkrankheit. Wenn Menschen in Sorgen, in zu vielen Gedanken, im Grübeln, in all den Ich-muss-noch-Programmen festhängen und dann sich durch den Tag gepeitscht fühlen, durch all die vielen Dinge, die noch erledigt werden müssen. Wir nennen das die Adrenalindominanz. Aber auch Adrenalindominanz aus der Angst heraus. Angst vor Viren, Angst vor übergriffigem Verhalten anderer Menschen oder des Staates. All diese Ängste, die ganz viele Gedankenströme auslösen, aktivieren im Körper ein, nennen wir es, Neandertal-Programm, das da bedeutet, ich bin in Gefahr und sofort kommt es zur Adrenalinausschüttung mit all den entsprechenden Auswirkungen auf das Thema Säure-Basen-Haushalt. Es kommt zu den Übersäuerungen und damit auch zum Auftreten von sogenannten nitrosativen Stress. Diese Form des Stresses ist das, was letztendlich den Entzündungsdruck auslöst. Also der Stress auf der einen Seite, die Ernährung auf der anderen Seite, die sich im Darm dann treffen und hier zu diesen Entzündungen führen, aus denen dann die rheumatischen Erkrankungen entstehen. Das ist ein ganz großes Thema der heutigen Zeit. Wir wissen, dass aus diesem toxischen Cocktail heraus ganz viele weitere chronisch degenerative Erkrankungen kommen, an denen, so wissen wir heute, 75-80% aller Menschen langfristig sterben. Was können Sie jetzt ganz konkret tun, wenn Sie Rheuma haben? Wir haben die Apotheke der Weltmedizin, die
hier eine Vielzahl von Kräutern hervorgebracht hat, die wir heute, anders als damals, als wir noch Phytotherapie in der einfachen Form mit Tees betrieben haben, so können wir heute hochdosierte Naturextrakte einsetzen. Und wir wissen, dass solche Autoimmunprozesse am besten einzudämmen sind durch extrem hochdosierte Kurkuma, Extraktgaben. Wir wissen, dass Weihrauchextrakte, dass Myrrheextrakte, nicht? Die Myrrhe, eine ganz wertvolle Heilpflanze, auch der biblischen Medizin, der arabischen Medizin. Wir wissen, dass Schwarzkümmel eine ganz besondere Rolle spielt. Wir haben dann die Weidenrinde und eine Vielzahl anderer Faktoren, die Tryptoridiumpflanze, auch mit ihren besonderen Heilfaktoren aus der indischen Rheumamedizin. Also Heilpflanzen, die wir heute hochdosiert einsetzen können. Und da möchte ich Sie herzlich zu einladen, sich diesem Thema einmal zu widmen. Hier gibt es eine ganz spezielle Rezeptur, die wir in Kombination mit einer alten tibetischen und einer alten chinesischen Rezeptur heute einsetzen können, um hier diese Entzündungsprozesse langfristig nachhaltig effektiv einzudämmen. Aber wie es immer so ist, solche hochdosierte Naturmedizin kann natürlich nur dann ihr volles Wirkspektrum entfalten, wenn wir auch Rahmenbedingungen schaffen. Rahmenbedingungen, unter denen Selbstheilung besser gelingen kann. Das heißt, körperliche Bewegung, soweit es denn möglich ist, muss aufrechtgehalten werden. 10 Minuten am Tag, Fahrradfahren, Handfahrrad, richtiges Fahrrad, spazieren gehen, walken, wer es kann, joggen. 10 Minuten am Tag, das ist in der heutigen Zeit ein absolutes Muss. Und natürlich auch Atemübungen, ganz wichtig, Meditation im Idealfall auch 10 Minuten, weil Selbstheilung kann nur dann gelingen, wenn auch der Vagusnerv aktiviert wird. Er ist der Selbstheilungsnerv, der all diese Prozesse steuert. Und wir brauchen ihn heute, in der heutigen Zeit, mehr denn je, denn Heilung, Selbstheilung kann gelingen, wenn Sie bereit sind, hier einzusteigen und durch Ernährungsumstellung, das ist jetzt der letzte Punkt, auch der schwerste Punkt, hier einen Beitrag zu leisten, dass das System weniger Entzündung hat. Und da geht es darum, Kuhmilch zu vermeiden, Weißbrot zu vermeiden und natürlich kein Fleisch mit seinem hohen Omega-6-Gehalt, keine Wurst, das sind leider natürlich auch kein Zucker. Das sind die Dinge, die diese Entzündungsprozesse am meisten anregen. Und dann, wie gesagt, eine Rezeptur aus Naturkräutern, aus der Apotheke der Weltmedizin, der Ethno-Health-Apotheke. Und wen das weiter im Detail interessiert, der kann sich gerne auch mit dem Buch Die Ethno-Health-Apotheke weiter auseinandersetzen. Da finden Sie all die wichtigen Hinweise rund um die Naturmedizin-Rezepturen und die Verhaltensweisen, die man heute anwenden kann, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wir möchten einen Ansatz weiter in die Welt tragen, der bedeutet, wir wollen das Gesunde stärken, wir wollen Selbstheilungsprozesse anregen und nicht versuchen, auf der anderen Seite antibiotisch gegen etwas zu arbeiten, sondern probiotisch das System zu stärken. Und dabei möchte ich Sie bitten, auch auf Ihren Darm zu achten, hier mit Probiotika dieses System zu stärken, mit vergärten Nahrungsmitteln, mit Sauerkraut, auch hier immer wieder regulierend einzugreifen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.